Leute, es ist wieder Samstag, beziehungsweise heute noch Freitag. Samstag seht ihr das frühestens. Also für euch ist es Samstag, für mich noch Freitag. Ja, ich habe wieder ein wenig geshoppt. Und zwar einmal auf Amazon, einmal im Teddy und bei Rossmann. Von Rossmann und Teddy habe ich definitiv die Zettel noch da, von Amazon leider nicht. Aber ich kann euch auch nicht alles zeigen, was ich gekauft habe, weil eine Sache ist schon bei meinem Freund, weil ich habe das dringend gebraucht. Und zwar ist es dieses Ding, also die Verpackung habe ich noch, so sieht es aus, so ein silbernes Ding von Anker. Das ist ein Input LAN und Output quasi USB. Das heißt, ein LAN-Kabel kommt in den Adapter und verwandelt das Signal über USB als LAN-Signal für den Laptop. Denn ich habe meine LAN-Steckdingens da, den Stecker halt am Laptop. Ist das dann eine Steckdose? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall dieses LAN-Anschluss, der LAN-Anschluss, den habe ich geschrottet, weil ich auf dem Bett immer gezockt habe und das LAN-Kabel einmal um den Laptop rumging und dann immer geknickt war. Und somit hält das LAN-Kabel die Internetverbindung nur noch in einer bestimmten Position. Und mit dem USB habe ich definitiv keine Probleme mehr. Dann habe ich noch, weil ich die 30 Euro Versandkosten voll kriegen wollte, noch zwei Dinge von Real Techniques bestellt. Und zwar einmal das und das. Die Verpackungen sind gerade leer, weil die Sachen noch neben mir liegen. Und zwar ist es einmal Your Face Flawless Miracle Expression Sponge. Also quasi der Beauty Blender Pendant. So sieht das Ding aus. Mit einer geraden Seite. Sieht ein bisschen aus wie, ja, eine geschnittene Möhre irgendwie von der Seite. Hat hier so eine Spitze und ist halt hier schön flach. Fühlt sich sehr, sehr weich an. Sollte man nach jeder oder allerspätestens nach jeder dritten Anwendung reinigen. Und ja, ansonsten, hinten steht nur noch drauf, welche Seite man genau für was, für eine Stelle im Gesicht quasi benutzen sollte. Aber ich denke mal, das kann man sich selbst aussuchen, wie man den genau benutzt. Man kann ihn trocken oder feucht benutzen, was sehr, sehr gut ist. Also ich denke mal, feucht ist er besser, weil er weniger Make-up aufsaugt. Aber gut. Ja. Genug zu dem Ding. Ich will mir einfach nicht den teuren Original-Beauty-Blender holen und habe gehört, dass der ganz gut ist. Und von meinen Real Techniques Pinsel, die ich mir in London gekauft habe, bin ich super begeistert. Und deswegen musste ja der Setting Brush noch mit dazu. Der ist quasi wie ein kleiner Puderpinsel. Und ja, seht ihr, nicht sehr groß. Ist schön fluffig, wie ich das von den Real Techniques Pinseln kenne. Die Haare bis jetzt nicht, also die von London habe ich jetzt über ein Jahr, glaube ich, oder circa ein Jahr. Ich weiß es nicht, also um ein Jahr rum. Und definitiv, ja. Ich muss sagen, ich bin immer noch zufrieden. Ich wasche sie relativ häufig, weil ich sie auch sehr, sehr häufig benutze. Und ich bin dann immer ganz traurig, wenn ich sie gerade nicht benutzen kann. Und ich werde mir wahrscheinlich von jedem Pinsel irgendwann nochmal einen zweiten anschaffen, damit ich immer einen habe, wenn der andere gerade trocknet. An sich finde ich diesen matten Gummigriff hier hinten auch super schön mit dem pinken, beziehungsweise gibt es auch noch welche mit orangen und lila Stil in diesem Metallic Look. Das finde ich richtig, richtig super und ja, designtechnisch gefallen sie mir definitiv am besten. Das sind meine schönsten Pinsel und auch die Pinsel, mit denen ich am liebsten arbeite. So. Genug davon. Jetzt mache ich weiter mit dem, was ich nicht online geshoppt habe. Und zwar mit Teddy, weil es gerade oben in der Tüte drauf ist. Und zwar einmal für 3 Euro eine Plastikbox. Und zwar habe ich mir schon mal so einen Loom Bands Kasten geholt. Und irgendwie reicht der nicht für meine Washi Tapes. Und da dachte ich mir so, der Kasten für 3 Euro ist definitiv günstiger als so ein Loom Band Kasten. Und ich habe nicht dann die ganzen Loom Bands rumfliegen. Er ist zwar nicht so schön ordentlich aufgeteilt mit schönen Reihen, aber ich denke mal, daran kann ich trotzdem gut die Washi-Tapes aufbewahren. Die größeren vielleicht in den größeren Fächern, die kleineren in den viereckigen in der Mitte und die anderen halt hier längs oder so. Und das war mein Handy, tut mir leid. Gut,
Das ist, wie gesagt, dieser Kasten für meine Washi-Tapes. Dann schon mal ein Kalender für 2016, weil ich mir noch keine Filofax-Einlagen bestellt habe. Ist nichts Spektakuläres. Er sieht von innen aus wie so eine Art Schülerkalender. Ja, er ist so übergangsweise und zum Reinschmieren von groben Terminen da. Also der hat jetzt 2 Euro gekostet, ist in schönem Pink. Und dadurch, dass ich jetzt schon die ersten Termine für 2016 habe, aber halt noch keine Filofax-Einlagen für meinen Filofax halt, bleibt mir momentan nichts anderes über als ein Übergangskalender, weil es definitiv besser ist, als es immer auf Memo-Zettel irgendwo hinzubappen oder auf Notizseiten, weil das geht schneller verloren als ein ganzer Kalender. Dann habe ich mir einmal in so Naturfarben Polyester-Filzplatten, insgesamt 10 Stück, geholt, weil ich weiß nicht, ich glaube bei der Alicia Marie habe ich dieses mit diesen Öhrchen gesehen. Das Einzige, was ich vergessen habe, ist mir einen Haarreif zu kaufen, weil ich keine dünnen Haarreifen mehr habe, habe ich letztens gesehen, aber egal. Ich war bei Rossmann zu geizig. Und bei Teddy gab es dann keine. Sind so schön dünn, aber gut, was soll's. Vielleicht bestelle ich mir mal so ein Riesenpack dünne Metallhaarreife oder sowas. Und auf jeden Fall will ich damit eventuell Katzenohren oder andere Ohren machen, beziehungsweise auf den Haarreifen generell für Faschingskostüme oder sonst was Haarbedeckungen holen. Ich werde mir dünnere und dickere bestellen, damit ich auch zum Teil was draufkleben kann. Und möchte mir dann halt individuelle, super süße Haarreife machen. Dann einmal 3 Luftpolsterfolien für 1 Euro. Der Filz hat übrigens 2 Euro gekostet. Ja, nicht Folien, sondern so Taschen. Und die sind 20 x 27,5 cm groß. Brauche ich ab und zu mal, um Sachen zu verschicken. Habe ich mir jetzt mitgenommen. Dann eine Haftbandage in 5 x 2,8 Meter. Eigentlich nur, weil ich ja hier mein Wackenbändchen habe und eigentlich müsste ich es ja für den Sport abmachen. Aber ich denke mir, wenn ich mit den Kids trainiere, mache ich mir lieber eine schicke Bandage in Leopardenmuster, pinkem Leopardenmuster, drüber und gut ist. Es hat jetzt 1,25 gekostet und ja. Dann für 1 Euro so Geschenksticker für Weihnachtspäckchen und so weiter. Ich kann die ja mal aufmachen. Das ist so eine Rolle. Und naja, Rolle ist relativ. Also es sind auf jeden Fall viele verschiedene. Und viele verschiedene. Wann fängt es wieder an? 2, 3, 4. Also 6 verschiedene. Diese 6. Da bei meinem Finger fängt es wieder von vorne an. Finde ich ganz süß. Ich habe jetzt, es gab mehrere Designs, ich habe mir jetzt aber nur die eine Rolle mitgenommen, weil ich denke, das sind so die, die passt am besten so ein bisschen zu mir. Und wie viel sind da drauf? 50 Stück. Und nein, 50 Geschenkte, so viel werde ich definitiv nicht verpacken. Und deswegen denke ich mal, dass das locker reicht. Und vielleicht sogar für nächstes Jahr reicht. Yeah. Oder zumindest ein Teil für nächstes Jahr. Dann für 1,50 Aufbewahrungsdosen 6 Stück. Sorry, ich muss momentan. Okay, gut. Ja, das sind 6 Stück mit 35 Milliliter. Ich weiß noch nicht, was ich da reinfülle, aber wenn ich irgendwas anrühre oder mixe, ja, ist das ganz praktisch oder eventuell doch mal Kosmetik umfüllen. Ich weiß noch nicht, wie dicht sie sind. Okay, ich müsste es jetzt aufreißen. Okay, also sie sind schon dicht wie so kleine Mini-Tupperdosen. Also ich denke mal, da kann man auch mal Creme oder so reinfüllen. Und es ist deutlich günstiger als diese Creme-Tiegel bei DM oder so. Oh, tut mir leid, ich habe vorhin gelogen. Ich habe doch 2 von diesen Geschenkstickern mitgenommen, weil ich mich, glaube ich, für ein Design nicht entscheiden konnte. Ich dachte, ich hätte mir nur 1 mitgenommen, aber gut.
Das andere, was ich mitgenommen habe, sind diese hier. Auch super süß. Und sind auch nochmal 50. Und das reicht jetzt definitiv, weil ich habe 100 Stück. Und wie gesagt, ich glaube, ich habe eigentlich gedacht, ich hätte nur eins mitgenommen. Aber naja. Manchmal vertut man sich, oder es kommt doch noch was mehr in den Korb, als man denkt, weil man sich nicht entscheiden kann. Dann habe ich mir eine Packung Mini-Deko-Mellows Two Colors, also Pink und rosane Mini-Marshmallows. Die haben 1,50 gekostet. Finde ich super süß. Ich habe vor, vielleicht am Wochenende schön eine heiße Tasse Kakao mit meinem Freund zu trinken und da gehört Sahne und Mini-Marshmallows drauf. Die Sahne habe ich vergessen zu kaufen. Dann für meine Haarreifkunst 2x Aluminiumdraht für jeweils 1 Euro. Und zwar 2 Meter. Einmal in lila, einmal in Silber. Dann einmal Heftpflaster 5 Meter mal 1,25 Zentimeter, luftdurchlässig, dermatologisch bestätigt, hat 1,25 gekostet. Ja, dadurch, dass meine Kids beim Turnen es schaffen, wenn sie ein Pflaster kriegen, dass das Pflaster nie hält, denke ich mir immer so, Tape drum, das hält dann. Nur das Tape dort ist bald leer und ich habe einfach keinen Bock für die Schule oder so. Irgendwie da groß Trara zu machen und deswegen habe ich jetzt eigenes und gerade zum Fixieren reicht hier dieses dünne Tape definitiv und auch das günstige, weil es ja nicht als wirklich Wundschutz gezählt wird, weil ja der Wundschutz eigentlich ja schon drauf ist. Und dann habe ich hier noch bunten Filz, weil da halt Pink und Lila dabei war, geholt, hat auch 2 Euro gekostet wie der andere Filz. Dann meine ich, dass das mit den Teddy-Sachen war. Und jetzt geht's mit Rossmann weiter. Und zwar habe ich einmal die Funny Frisch Ofenchips gekauft, weil ich einfach Bock drauf hatte. Und Ofenchips. Genauso wie die Jumpies von Funny Frisch. Und dadurch, dass ich ja sowieso immer ein bisschen viel Geld spare bei Rossmann. Und mit Coupons und Rabatt und sonst was arbeite, ja, habe ich mir mal was gegönnt. Dann habe ich mir etwas gegönnt. Und zwar, ich mache einfach mit dem weiter, was ich hier greife. Und zwar habe ich einmal normale Maxi-Watte-Pads, 40 Stück mitgenommen. Die waren jetzt nicht so teuer. Wo sind sie? Da. Die haben 69 Cent gekostet. Und nochmal die Peeling-Wattepads, weil die sehr, sehr interessant aussehen. Weil da steht drauf mit Peeling-Perlen. Und das sieht man hier vielleicht auch, dass das so ein bisschen meliert ist. Also blau-weiß meliert. Und die waren auch ein bisschen teurer. Die haben 1,49 gekostet und sind nur 35 Stück drin. Ja. Von den DM Peeling Pads bin ich ja nicht begeistert. Bei denen muss ich mal gucken. Ja. Dann habe ich eine Isana Cremeseife Mango Orange geholt, weil bei meinem Freund ist die Seife leer, beziehungsweise ist die nur noch mit Wasser aufgefüllt, dass man den letzten Rest mit rauskriegt. Und dann denke ich mir, ich tue was Gutes und gebe den ganzen, also den anderen mal eine Seife mit und die hat gekostet nicht viel. Mhm. 65 Cent. Ja. Wie gesagt, eine Handwaschseife 65 Cent. Dann von Alouette Kosmetiktücher, zweilagig, 100 Stück, in so einer super süßen Verpackung. 99 Cent.
dann, ja, ich habe gesagt, ich möchte mein Duschgel leer machen. Haben mir 3 Isana Duschgele geholt. Und zwar 2-mal Violet Passion und 1-mal Passionsfrucht. Und zwar, ich bin ja so eine Couponjägerin und da waren 3 für den Preis von 2. Was bei 65 Cent Duschgelen definitiv nicht viel ist. Und ja. Nein, 55 Cent sogar nur. Und generell, also das kann ich ja schon mal sagen, bei den Kosmetiktüchern habe ich insgesamt 15 Cent gespart, also minus 15 Cent, was ich vorhin gesagt habe. Bei den 3 Duschenden, sie haben mich halt nur noch 1,10 gekostet insgesamt und da kann man echt nichts sagen. Und ich denke mehr, das sind so Seifenspender-Duschen, weil gerade die von Isana habe ich schon immer in meinem Seifenspender gehabt, hier bei mir. Und ich denke mal, das wird weiterhin so sein und deswegen ist das kein Duschgel, was ich als Duschgel benutze. Ja, dann ein Wellmix Energy Drink. Ja, einfach nur, weil es auch da einen Coupon gab. 15 Cent Rabatt gab es da. Und das war der für 59 Cent plus minus 15 Cent. Also kann man echt überhaupt nichts sagen. Und ja, Pfand ist auch noch mit drauf. Und dann habe ich mir noch für 99 Cent mal diesen Red Fruit Energy Drink von Wellmix mitgenommen. Bin mal gespannt, wie der schmeckt. Dann ein Isana Kids Glitzer Dusche mit Panthenol und milden Wachssubstanzen. Waschsubstanz. Ich habe schon im Laden Wachssubstanzen gelesen. Und zwar war auch beim Coupon ein Isana Young Produkt dabei. Und das wurde gar nicht abgezogen. Schade. Bei den Isana Kids Produkten hätte es eigentlich auch Rabatt gegeben. Aber bei der Dusche anscheinend nicht. Die hat 1,49 gekostet. Ist aber nicht ganz so schlimm. Und sie glitzert super schön. Und ja. Ist definitiv auch mal ein schönes Erlebnis. Ich habe jetzt gar nicht dran gerochen. Sie riecht, als wenn man sie essen könnte. Als wenn Kinder sie essen wollten, weil es pappig nach süßen, so nach diesen roten Schnüren riecht. Genau. Und dann habe ich mir 2 Schaumbäder geholt. Ich bin eigentlich nicht so der Bademensch, aber wenn, dann tue ich da ordentlich rein. Und zwar einmal Milch und Honig und luxuriös verführt. Die 2. Das eine ist ein Cremebad, das eine ein Wohlfühlbad. Und da gab es 20% drauf. Ich hoffe, das waren jetzt beide. 1,19 hat das Goldene gekostet und das Honig auch 1,19. Das heißt, wenn man da ein Fünftel abrechnet, kommt hin, dass es 48 Cent Rabatt gab. Und momentan hängt sogar, wenn ihr nicht die Rossmann App nutzt, die Coupons für die Bäder, die hängen am Regal. Und ja, definitiv. Ich denke auch, ich werde eins einfach mal bei meinem Freund abstellen. Dann habe ich mir ein Farbschutz-Shampoo gekauft, weil ich ja ein Haarshampoo bei meinem Freund brauche. Und von Alterra, die Produkte sind ganz gut, sind nicht so teuer. Es hat jetzt 1,99 gekostet für 200 ml. Dafür, dass ich es nur ab und zu benutze, definitiv super. Dann Store It Fotokleber 500 Stück. Werde ich wahrscheinlich für die Weihnachtskartenbastelei benutzen. Und die haben 1,49 gekostet und darauf gab es 40 Cent Rabatt. Und da musste ich sie einfach mitnehmen.
Dann eine Creme, ein Creme-Peeling von Nivea. Dazu habe ich euch ja schon, glaube ich, zweimal in einem Aufgebrauch-Video was gesagt. Es ist einfach ein super tolles Peeling, wenn ich nicht zu DM gehe, weil die DM-Peelings mir doch ein bisschen besser gefallen, weil sie halt geiler riechen. Aber ja, das als Backup, weil ich definitiv dachte, oder ich bin mir sicher, dass ich kein Peeling mehr habe und mein Balea Peeling ziemlich schnell momentan so dem Ende zugeht. Es wird wahrscheinlich im nächsten Aufgebraucht-Video da sein. Und ohne Peeling kann ich nicht duschen. So, das Nivea, das war auch gar nicht so günstig. €2,75 hat es gekostet. Und dann von Flink und Sauber 50 Einmalhandschuhe. Benutze ich gerne zum Haare färben oder so zum Basteln eventuell. Und eigentlich habe ich noch Handschuhe, aber auf Flink und Sauber gab es 15% Rabatt und somit habe ich 60 Cent bei dieser Packung gespart. Eigentlich hätte sie 3,99 gekostet, somit nur 3,39. Ja. Ich habe insgesamt so 5 Euro circa gespart, was eigentlich nicht so viel ist, aber immerhin etwas. Und ich denke mal, dass ihr das vielleicht auch anfangen solltet mit den Coupons, gerade bei ja, so Drogeriesachen. Ich meine, bei diesen Duschen 3 für den Preis von 2 zum Beispiel, Duschen kann man immer gebrauchen. Auch wenn ich sie jetzt, weil ich kein Duschgelmangel habe und definitiv auch viel zu viel Duschgel habe, mehr als Seifenspender-Dings benutze. Ja, aber an sich, ja. Ich habe jetzt pro Produkt entweder, also von 15 Cent bis 60 Cent pro Produkt gespart. Dann habe ich noch, bei uns in der Gegend gibt es noch ein 10% auf alles. Sind nochmal 2,23 Euro draufgegangen. Das heißt, der 10% geht leider erst nach den Coupons. Was schade ist, weil ansonsten würde man noch ein bisschen mehr sparen. Aber ansonsten, ja, wie gesagt, 5 Euro gespart, nur anhand der Coupons. Und ich denke mal, dass ich euch irgendwann nochmal ein kleines Video zu Coupons drehen werde, wie das genau funktioniert, welche Apps man da benutzen kann, ob sich die Apps rentieren oder ob das alles großer Müll ist, ob das gar nicht funktioniert mit diesen ganzen Geld-zurück-Dingen. Aber ich möchte das erst nochmal 4 Wochen testen und dann sagen, wie viel ich grob an Geld zurückbekommen habe und auch gespart habe. Also dann, tschüss, bis zum nächsten Video.